Hallo people, welcome to the Swiss Casinos Poker League. Gewöhnt euch an die Stimme, gewöhnt euch an das Gesicht, aber vor allem freut euch auf die Action, die wir euch diese Saison in diesem Format hier zeigen. All the best, all for you, all in, let's go! Wir starten mit dem Bad Beat of the Day. Jacks, hey nur, call Preflop von Team Basilisk. Poker Academy mit Preflop, a raise of 4-2, logisch mit den Kings. Dann der Alexander Steiger zwingt den Benny Winiger von der Poker Academy zu einem All-In. Und ganz ehrlich, liebe Leute, mit den Kings musst du da nicht lange überlegen. Was dann auf dem Flop passiert, das tut jedem Pokerspieler im Herzen weh. Nach dem Flop, Gutshot, Straight Draw und BOOM! Direkt auf dem Turn ist sie da, die Strasse. Und das sagt der Binniger zu diesem Battle. 7, 8, 10. Und auf dem Turn kommt es 9 und er macht die Strasse. Oh, leider. That's Poker, baby. That's Poker. Yeah. That's Poker und wir gehen jetzt zum Gastgeber. Da in der Fredeke 5-3 Poker. Pocket Fives im Big Blind. Cut-off Underground Poker mit Suited Connectors. Check 10. Raise doppelte Big Blind. Ja, 5-3 Poker an dem ersten Tisch. Etwas mehr als 20.000 Chips hat man noch. Ein Raise auf 15.000. Ob man da wirklich einen Call hat wollen, sei jetzt mal dahingestellt. Underground Poker called auf jeden Fall. Und ähnliche Situation, wenn wir sie jetzt gerade erst gesehen haben. Gutshot, Straight Draw nach dem Flop. Und nicht wirklich viel Chips für 5-3 hier Druck zu machen. Das letzte, was du mit Pocket 5s gesehen hast, sind 3 Overcards im Flop. Er geht nicht ganz All-In, 6000er Bet. Und jetzt wieder die Frage. Zahlt man das, ja oder nein, mit einem Gutshot? Was hättet ihr gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare hier unter dem Video. Mich würde es interessieren. Ich sage euch auch gerade, wie sich Underground Poker in dieser Situation entschieden hat. Nach längerem Überlegen zahlt man und BOOM! Nicht die Strasse, aber die 10 getroffen. Ja, dann bringe ich knapp 1000 Chips all in, ohne wirklich viel Druck für einen 46.000er Pot. Natürlich called von Underground Poker und Seed Open, also für den Gastgeber 5-3 Poker. Und wir haben nach dem Turnier noch mit dem Marco Melder, dem letztjährigen Manager vom Team, reden und haben ihn gefragt, warum er dieses Jahr nicht mehr als Manager tätig ist. Ich habe letztes Jahr das Ziel erreicht, das wir uns gesteckt haben. Das war die Qualifikation für die erste Liga. Zusätzlich, ich wollte eigentlich selber mitspielen. Okay. Aber wenn ich selber Teammanager bin, dann ist es für mich schwierig, um fair und gerecht zu entscheiden, wer spielt. Und deswegen habe ich mich dort zurückgezogen und habe gesagt, ich möchte spielen und nicht mehr Manager. Ehrlich Move von Marco Melder und wir gehen gerade in die League an und zum nächsten Duell 5-3 gegen Underground Poker machen einen kurzen Abstecher jetzt hier in die League B. Und zwar mit 2 Heads Up. Greenlight gegen Survivors am Tisch Nummer 1. Staliano mit King Queen gegen Tens direkt Preflop All In. Direkt wird Dame getroffen auf dem Turn oder King. No chance mehr. Szene kommt nämlich vom River nicht. Staliano legt also vor, Green Light Poker zum ersten Mal mit dabei das Jahr und der erste Sieg am Tisch Nummer 1. Und nur knapp 4 Minuten später auf Tisch 2. All-in-Situation, jetzt mit dem Sultan Danosh von Green Light Poker, Ace King gegen Ace 5 von 4-Bet Swiss Poker Club. Hier gehen alle Chips in die Mitte vor dem River, aber keine Hilfe mehr und somit Doppelsieg für Green Light Poker bei ihrem ersten Auftritt. Und hier kommt noch eine ganz spezielle Kampfansage in der League B von Stagliano. Wir nehmen uns das beide ernst, sehr ernst. Wir sind nicht nur da, um ein bisschen Spaß haben. Wir wollen immer die Besten sein. Dass sie die Besten sind, seine Fredeke, beweist ein Blick auf die Tabelle. 2 Spiele, 2 Siege, 36 Punkte, eine souveräne Führung. Und Gratulation natürlich auch zu den 450 Franken Preisgeld für Swiss Greenlight. Und jetzt zurück in die Liga. Wie versprochen, zurück mit dem Duell 5-3 Poker gegen Underground Poker Club. Nach Raise, Re-Re-Raise und Re-Re-Raise Pre-Flop. Nur in Anführungszeichen ein Call von den Kings. Aber nach dem Flop ist so ziemlich klar, was mit allen Chips passiert. Keine Diskussion, die Chips die gehen in die Mitte.
Und ja, was denken ihr? Haben die Aces gegen Kings? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wir müssen aber pressieren, weil jetzt sehen wir, wie das Ganze rauskommt. 5. 4. Und keine Hilfe. Seid open für 5-3. Und mit Garo und Erik von Underground Poker haben wir mal geredet und sie sagen uns, wie man die Aces spielt. Die Hände spielen sich von alleine eigentlich. Ja, ja. Das hat alles unter Kontrolle. Ja, ja. Gefährlich? Sehr. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie Blick auf Tisch 2 zeigt. Underground Poker Club. Zwar Chip Leader mit fast 90k, alles aber sehr nah beieinander. Preflop Raise auf 9000 mit Pocket Nines und Poker Academy, Dundee, mit den Aces erhöht auf 22k. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, das wird jetzt eine sehr entscheidende Hand und so etwas wie das Anfang vom Ende für Underground an diesem Table. Aber schaut selber. Underground Poker reagiert mit einem All-In. Mit Pocket Nines natürlich. Überlegt da der Dundee von Poker Academy mit den Aces nicht lang. Nur gerade 20% Chance. Nach dem Flop nur noch 10% auf Seite von Underground. Und die Aces haben zum zweiten Mal in Folge. Poker Academy mit einem riesen Pot, 144'000 Chips. Und für Underground bleibt gerade mal knapp etwas unter 20. Und dann noch der Big Blind. Und dann Ass 3. Und wir machen nahtlos weiter, weil ihr seht schon. Next Level Biel mit Ace Queen. Race auf 10k von Ace Queen. Und ganz ehrlich, Party People, jede und jeder von uns, der schon mal an einem Pokertisch gesessen ist, wenn gegen die Aces einen riesen Pot verloren hast und dann auf Ass 3 suited hockst und noch knapp 20k an Chips hast, ja, dann gibt's nichts anderes. Let's do it! All in. Das Ass kommt, was Underground Poker in dem Fall gar nichts nützt. Seed Open, Schluss am Ende für Underground Poker Club. Vom Chip Leader zum Seed Open in zwei Händen. Crazy! Oh, wow. Autsch. Alles Underground oder was? Hey, wir gehen zurück auf Tisch Nummer 1 von der Liga A und hier nochmal Underground. Die letzten drei. Race Preflop auf 10k. Next Level Biel mit Ass 10 entscheidet sich hier den Moment all in zu gehen und Underground Poker Club called. Der Erik mit König 8 zahlt das und auf dem Flop. Wir müssen jetzt schauen, sieht es eigentlich schon aus, als wäre es vorbei. Nur 6% Gewinnchance für Erik. Das 8 kommt und bringt den River das, was wir alle denken. Jawohl! King! Underground Poker eliminiert Next Level Biel. Dürfen wir das ein Bad Beat nennen? Sagt ihr mir es in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Gut 10 Minuten später, die Hand hier, Underground Poker, Ace-9, Mittelpair getroffen, 20k reingerührt und Poker Club St. Gallen da im Heads-Up. Mit dem Bub, mit einem möglichen Flush-Draw geht all in und der Erik callt direkt. Ist natürlich von vorne, jetzt ist die Frage, bekommt St. Gallen da noch Hilfe, ja oder nein? Nein, das 9er Pärchen habt und wir gratulieren dem Erik und Underground Poker Club zum Sieg an Tisch Nummer 1. Ja, wir haben unseren Tisch gewonnen. Nikolas hat angefangen und ungefähr ein bisschen nach der Hälfte haben wir ausgewechselt. Mhm. Ja, dann konnte ich den Tisch gewinnen. Bleibt nur noch die Frage, wer gewinnt am Tisch Nummer 2? Hier, Suited Connectors Schweiz mit A7 gegen Poker Academy mit King 8 und erneut König 8, wo die Ass zerstört mit einem Set Kings. Danach Suited Connectors Schweiz Platz 3 am Tisch Nummer 2 und es folgt ein einstündiges Heads-Up zwischen der Poker Academy und Next Level Biel am Tisch Nummer 1. Wir springen aber jetzt direkt in die entscheidende Hand. Und das ist die entscheidende Hand. Ass 4 suited vom Raphael für Next Level Biel gegen Pocket 5s vom Dundee und der Poker Academy. Logisch, dass da alle Chips nach einer Stunde Heads-Up in die Mitte gehen. Und die Frage ist jetzt ganz einfach. Habt ihr das Pocket oder kommt noch das Ass am Schluss? Platz 2 für Next Level Biel und nachdem es ein frühes Seed Open am anderen Tisch für Poker Academy gegeben hat, die an dem Tisch den Sieg. Da gratulieren wir natürlich.
mein Turnier hat richtig verändert, wo ich Pocket 8 hatte. Und dann hat er mit Pocket 9, hat er zwei Hände davor, re-raised mich jedes Mal und ich folde. Und dann irgendwann re-raised ich ihn. Und dann hat er mit Pocket 9er All-in geschoben, weil er gesagt hat, ich bluffe. Mhm. Und das hat mir dann die Chips von 100.000 zurückgebracht und das hat mir einen Freiraum zum Spiel gegeben. Ich glaube, Claudia ist sehr zufrieden gewesen. Ja, weil mein Teammate, der ist leider so früh rausgeflogen, als Zehnte mit Könige gegen Buben. Okay, so. Und dann musste ich natürlich den ersten Sieg holen. Hast du alles getragen und deine Hucke? Musste ich ja, ja. Sehr sympathisch, der Dandy. Und dank seinem Sieg ist Poker Academy aktuell auf dem dritten Platz in der Ligue A. Grosser Respekt aber auch vor der guten und sehr ausgeglichenen Leistung vom Next Level Poker Sports Biel, aktuell auf Platz 2. Vielleicht haben es die einen oder anderen schon mitbekommen. Der Tagessieg und somit auch die 900 Schweizer Franken Siegesprämie, die gehen an Underground Poker Club. Herzliche Gratulation! Das war's vom ersten Spieltag in der Swiss Casinos Poker League. In zwei Wochen geht's dann weiter beim Gentleman's Poker Club in Bern. Und natürlich fassen wir auch dann wieder die Action zusammen hier auf dem Kanal. Apropos Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat und du ein Fan von Poker bist, dann lass uns doch gerne ein Like da. Du den Kanal abonnieren und du gerne ein bisschen mit uns interagieren in den Kommentaren. Genau zu dem rufe ich dich jetzt nämlich auf, dass du uns dein Lieblings-Poker-Zitat oder dein Lieblings-Poker-Spruch in die Kommentare hineinschreibst. Für heute kommt der von mir. Du kannst dein Schaf mehrmals scheren, aber nur einmal schlachten. In diesem Sinne, feel free, mega schön sind ihr alle dabei und bis ganz, ganz gleich.